1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen zu einer neuen Talk-Woche. Montagnacht, freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch hier bei uns. Entweder über die Mail-Adresse domian@wdr.de oder über Fax 0800 220 50 51 oder eben über Telefon wie gehabt, kostenfrei für euch 0800 220 50 50. Und wir gehen jetzt sofort an den Start. Am Start steht Sarah und Sarah ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Sarah. Um was geht's bei dir? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also eigentlich geht's bei mir um Psychoterror. Oh. Und ich habe jemanden fertig gemacht, also psychisch. Du bist also die Terroristin. Ja, kann man so sagen. Wer ist denn das? Das ist mein Ex-Freund. Ja, wie lange seid ihr auseinander? Wir sind jetzt 4 Monate auseinander. Warum hast du ihn fertig gemacht? Also es war natürlich nicht beabsichtigt, muss man dazu sagen. Und zwar, ich habe ihn vor 5 Jahren kennengelernt, ja, und mich natürlich sofort in ihn verliebt. Ja. Und wir waren auch 2 Jahre fest zusammen und hatten eine Wohnung. Ja. Und er hat mir immer von Problemen mit seinen Eltern erzählt. Aber ihr wart länger zusammen, du bist jetzt 19. Und ihr seid erst seit vier Monaten getrennt. Ja, ja, aber wir waren davor 2 Jahre zusammen. Ach so, immer wieder getrennt, zwischendurch mal. Wir hatten eine Trennung dazwischen, aber ich war jetzt schon 5 Jahre in ihn verliebt, ja, und da habe ich noch in den USA gelebt. Ach so. Und da konnten wir nicht zusammen. Ach so, verstehe. Mhm. Ja, es ist eine komplizierte Vorgeschichte. Ja. Auf jeden Fall hat er mir mal von Problemen mit seiner Familie erzählt. Mhm. Und ich mochte seine Freunde nicht, da gab es auch ein sehr großes Problem und sie mochten mich nicht. Ja. Und ich habe ihn jetzt letztendlich dazu bewegt, dass er zu mir zieht. Wir haben 300 Kilometer auseinander gewohnt. Ja, wie alt ist er? 22. 22. Also jetzt geworden. Und ich habe ihn halt überredet, dass er sich eine Wohnung bei mir sucht, einen Job bei mir sucht. Mhm. Und das lief auch alles super. Und da habe ich gedacht, Mensch, jetzt hast du es geschafft. Du bist jetzt mit dem Kerl zusammen und ja, hat jetzt eine Wohnung hier und alles läuft prima. Ja. Jetzt schaust du doch mal, ob du es auch schaffst, dass er jetzt mit seiner Familie den Kontakt abbricht und mit seinen Freunden. Oh. Ja, ich weiß. Das heißt, du hast diesen Terror betrieben, während ihr zusammen wart. Ja. Ich habe gerade so gedacht, das hat sie gemacht, jetzt nachdem ihr auseinander seid. Nee, ja, das auch. Jetzt ja, es geht weiter. Ne? Also, du hast dann, als ihr dann zusammen wart, Sarah, kannst du den Fernseher, das Radio leise schalten? Ich höre. Ist komplett aus. Ich höre mich immer als Echo hinten, so ein bisschen. Oh, also der Fernseher ist aus? Nee, das liegt dann auch nicht an dir. Vielleicht kann unsere Technik da was zaubern. Ach so, okay. Also, du hast versucht, ihm die Familie madig zu machen. Den Kontakt zu unterbinden zur Familie und zu den Freunden. Ja. Ist es dir gelungen? Einige Zeit lang, ja. Ja. Also ich hatte das, es war ein riesen mieses Spiel für mich, muss ich dazu sagen. Was hast du noch angestellt? Angestellt nichts, aber ich habe ihm ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn er zu seiner Familie wollte. Und ich habe seine Freunde schlecht gemacht. Ja. Und da muss man verstehen, er war jetzt auch so ein Kerl, er hat nichts dagegen gesagt. Er hat sich alles gefallen lassen von mir. Das heißt wahrscheinlich, je doller du es getrieben hast und je mehr er sich das gefallen gelassen hat, desto heftiger wurdest du, kann es sein? Ja. Oh ja, also sind die Menschen. Ich habe einfach weitergemacht. Ich habe nicht erkannt, das tut ihm weh, es macht ihn fertig, sondern als weiter, als so, drauf. Da liegt jemand am Boden und der liegt schon auf dem Boden und man tritt immer noch weiter, ja, drauf. Ne? Ja, so ungefähr war das. Und es ist auch, also das ist jetzt metaphorisch gemeint, aber ich bin auch gewalttätig geworden, 2-mal. Aha. Also, ja, ich bin eine ganz schlimme. Also eben nicht metaphorisch, sondern bei mir war es metaphorisch. Du hast richtig draufgeschlagen auch auf deinen Freund. Ich habe auch mal zugeschlagen, ja. Ja. Also das Ganze ist einfach eskaliert. Weil, Sarah, was bist du für eine Hexe? Oh, dankeschön. Ja, wenn man sowas macht. Ich weiß, das ist nicht in Ordnung, aber vor allem das Schlimme ist, ich habe selber mal erfahren, ich hatte mal einen Ex-Freund, der hat mich auch auf brutalster Weise zusammengeschlagen. Egal, keine Begründung dafür, nein, das mit anderen auch zu. Nein, ich kann das nicht begründen, sondern ja, das ist schlimm. Ich weiß selber, wie furchtbar es ist, wenn man geschlagen wird. Und dennoch macht man es dann selbst. Ja, ist absurd. Das ist so verrückt, aber ich...
Ich konnte mich selbst nicht aufhalten. So, vor vier Monaten habt ihr euch getrennt. Von wem ging die Trennung aus? Von ihm? Von ihm aus. Ich lag morgens im Bett und er ist reingekommen, hat seine Sachen geholt, Autoschlüssel und alles. Ja? Ich habe ihn noch gefragt, ja, wo willst denn du hin? Und er meinte zu mir ganz stumpf so, ja, ich gehe nur zum Auto ein paar Bücher für die Schule holen. Ja? Ja, und dann kam er nie wieder. Ah ja. Also da kam eine Stunde später eine SMS. Mhm. Liebe Sarah, es ist vorbei, ich kündige die Wohnung, ich kündige den Job, ich ziehe zurück nach Frankfurt und ich mache jetzt mein Handy aus, du brauchst dich also gar nicht anstrengen, es ist alles vorbei. Also irgendwann ist der Topf voll, ne? Ja, und das ist irgendwann, also der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war sein bester Freund, hatte Geburtstag. Mhm. Und er hatte mir gesagt, das wäre erst nächsten Monat. Und dann hatte ich ein ganz tolles, langes Wochenende geplant. Mhm. Und dann hat er gemeint, du, ich habe mich vertan. Er hat jetzt schon Geburtstag. Dieses Wochenende, ich fahre. Also er hatte Donnerstag und Freitag frei. Hat er gesagt, pass auf, den Donnerstag, den machen wir ganz toll, wir zwei. Ne? Mhm. Und ich fahre dann aber Freitagabend dahin und will mit dem feiern. Und da habe ich dann am Morgen gesagt, nein, du bleibst hier. Mann, ganz stumpf. Hartes Kaliber bist du. Ja. So, jetzt ist er weg. Du hast aber das weiter betrieben in den letzten vier Monaten. Also er möchte jetzt einfach nur Ruhe. Er möchte gar nichts mehr mit mir zu tun haben. Und hältst du dich dran? Ich versuch's. Also was machst du? Es wäre das erste Mal, dass ich seine Wünsche respektiere. Dass ich ihn überhaupt als Menschen respektiere. Aber ich kann's nicht, weil erst seitdem er weg ist, habe ich gemerkt, was ich alles gemacht habe, das ist mir erst bewusst geworden. Mhm. Und das tut mir so furchtbar leid. Und erst jetzt merke ich, dass ich ihn eigentlich liebe. Ja. Ich habe in der Beziehung nie irgendwas getan oder so. Nicht. Aber was machst du denn? Hast du denn noch gemacht jetzt in den letzten vier Monaten? Ich schreibe ihm tausende von SMS. Ich versuche 100 Mal anzurufen. Mhm. Und er sagt mir ganz stumpf, er ignoriert mich. Ja. Und das hat jetzt auch ein bisschen nachgelassen. Ich melde mich halt nur, wenn es wichtig ist. Und ich versuche halt, Kontakt aufrechtzuerhalten. Nee, genau das solltest du nicht mehr tun. Genau das solltest du nicht mehr tun. Das entspricht auch noch deiner Struktur, die du vorher drauf hattest, nämlich immer etwas machen, etwas in deinem Sinne machen, etwas in deinem Sinne rauszuholen. Ja. Ich meine, du hast gerade einen ganz wichtigen Satz gesagt. Du hast gesagt, dir ist jetzt erst klar geworden, was du da für Scheiße gebaut hast. Mhm, hast du gesagt, ne? Ja, das stimmt auch. Und du hast gesagt, dass es dir jetzt sehr, sehr leid tut. Mhm. So, das Einzige, was du jetzt, ich sag mal, wie du es vielleicht wieder gut machen kannst, gut machen wirst du es überhaupt nicht mehr können, aber um die Wunde nicht noch weiter aufzuwühlen, ist, dass du dich jetzt wirklich mit Anstand und erhobenen Hauptes zurückziehst. Das ist das Schlimmste. Mir ist das ja bewusst. Ja. Ich weiß ja, je mehr er hat sich in der Beziehung bedrängt gefühlt. Lass ihn jetzt in Ruhe. Das ist das, weil da hast du persönlich nichts mehr von. Aber das ist eben, so ist halt das Leben, so ist es halt. Du hast sehr, sehr, sehr viele Fehler gemacht. Ja. Ziehe dich jetzt zurück und mach nicht noch einen Fehler. Ich versuch's. Also mein Verstand weiß, was richtig ist und ich möchte auch, dass er glücklich ist. Und wenn er sagt, er ist glücklich, wenn ich ihn in Ruhe lasse, dann ich möchte ihn ja auch in Ruhe lassen. Ja. Ich kann es nicht. Doch, das ist kannst ein du innerer schon. Drang. Nein, nein. Jeder innere Drang kann wunderbar bekämpft werden. Aber es ist wirklich, also. Das ist natürlich schwer, aber man kann das schon. Und wenn du so weit bist, ich meine, das ist ja schon fast. Das ist schon fast übermenschlich, wenn du sagst, ich möchte, dass er glücklich ist, weil ich ihn noch liebe und ich bin bereit, mich ganz zurückzuziehen, ist das natürlich eine ganz tolle Haltung, die übermenschliche Kräfte fast schon beansprucht. Aber wenn du in diese Richtung gehen möchtest, was ich sehr gut finde, und du kannst ein bisschen von den Fehlern gut machen, die du gemacht hast, dann tu das und reiß dich zusammen und lass diesen inneren Drang wirklich nicht laufen. Lass ihn in Ruhe. Wenn es überhaupt eine Mini-Chance noch hat, ich glaube nicht an die Chance, sage ich. Ich auch nicht. Nein, aber wenn, ich sag nur wenn, manchmal gibt es ja die verrücktesten Dinge im Leben, dann nur, wenn du jetzt wirklich dich zurückziehst. Wenn du jetzt aufhörst zu baggern, zu schreiben, ihn zu belagern, du setzt ihn ja unter Druck mit solchen Sachen. Ja. Also ich hoffe einfach drauf, er ist immer wieder eingestürzt, er war so ein Weichei, er ist immer wieder eingestürzt und ich hoffe einfach, dass ich das noch einmal schafft, dass er wieder klein beigibt. Mhm. Ich meine, das ist nicht das ist ein böser Charakterzug. Ja, darauf sollte man auch keine Beziehung aufbauen. Nein, und du warst gerade fast ein bisschen beleidigt, als ich sagte, was bist du für eine Hexe? Nein, eigentlich... Ich meine es ja auch nicht böse, aber ich meine es ernst. Ich meine, das ist schon ein Charakterzug, der ist nicht in Ordnung.
den musst du bekämpfen. Und ja, du hast ihn ja, auf alle Fälle. Genau, und du hast ihn ja auch im Blickwinkel im Moment. Du hast ihn vor Augen und du bist erst 19 Jahre alt und wenn man mit 19 das schon erkennt, dass man so gestrickt ist und was dagegen unternehmen will, dann schaffst du das auch in deinem Leben. Ich hoffe. Ja, und noch ein Satz. Verhalte dich jetzt wirklich jetzt so, dass du irgendwann, vielleicht in 5, 6, 7 Jahren sagen kannst, ja, das war gut, dass ich mich da so verhalten habe. Ich schäme mich schon genug für die Zeit, als ich mit ihm zusammen war. Ich möchte mich nicht auch noch für die Zeit schämen, als ich von ihm getrennt war. Das stimmt, das ist gut. Alles Liebe. Dankeschön. Tschüss, Sarah. Danke, tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 50 50, kostenfreie Telefonnummer, die auch gewählt hat, Walter. Und Walter ist 53 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Walter. Um was geht's denn bei dir? Ja, worum geht's bei mir? Ich hatte am Freitag das mitgehört, wie da einer, der war irgendwie pfadfindermäßig und mit einem sehr jungen Mädchen befreundet war. Und mir geht's also quasi genauso. Ja, er war 30 und sie war 15. Ja, gut. Du bist 53 und? Das Mädchen ist 15. Ein bisschen krass, was? Bitte? Ein bisschen krass. Ja, ein bisschen sehr krass. Ja, ein bisschen sehr krass. Ja, das hat sich über einen sehr langen Zeitraum so entwickelt. Ich habe ursprünglich mal die Mutter kennengelernt, aber gleich von vornherein, wie wir uns kennengelernt haben, gesagt, dass also zwischen uns also nie eine Beziehung werden könnte. Moment mal, langer Zeitraum heißt, du kennst dieses Mädchen, als es 13, 14 war? 14 war sie, wie ich sie kennengelernt habe, ja. Ja. Du hast die Mutter kennengelernt? Ja, ich habe die Mutter kennengelernt, aber dann habe ich gleich gesagt, also dass zwischen uns da also nie eine Beziehung werden kann, weil unsere Einstellung zu entgegengesetzt war. Ja. Und ja, es hat sich dann eben also eine Freundschaft entwickelt und es blieb dann so und die Freundschaft ging dann auch auf dem Mädchen über. Ich habe die Mädchen besser verstanden als die Mutter, die hatte also damit böse Probleme. Die Mädchen, gab es mehrere? Ja, die hat eine Schwester, die ist ein Jahr älter. Ja. Ja, und dann gab es dann zu Hause solche Probleme, die sind dann auch vom Jugendamt weggeholt worden und die Verbindung zu dem Mädchen wurde also ein bisschen enger und ja, es sind auch hinterher dann Gefühle aufgetreten, die also ja doch ziemlich dolle waren und immer eigentlich noch sind. Und ja. Wir waren gut ein Jahr, also sagen wir mal so richtig fest zusammen, obwohl wir haben miteinander geschlafen. Was? Du bist seit einem Jahr schon fest zusammen mit der jetzt 15-Jährigen. Genau. Die ist jetzt ein Jahr, also gut, richtig fest zusammen, aber wie gesagt, wir haben nie miteinander geschlafen. Das heißt, du warst zusammen mit ihr, als sie schon 14 war? Als sie noch 14 ist war? Ist richtig, ja. Mhm. Ja, aber wir haben nicht miteinander geschlafen, das haben wir nicht. Ja. Weil ich da ganz einfach gesagt habe, das geht nicht. Aber also sonst schon, ja. Wo ist denn das Mädel im Moment? Bitte? Wo ist das Mädel im Moment? Die lebt in einem Internat. In einem Internat? Mhm. Ja. Ja. Was heißt das, du bist fest zusammen mit ihr? Ja, wir waren also richtig eng und fest befreundet. Also man könnte sagen, ja, also bloß miteinander geschlafen haben wir nicht. Wie weit ging denn die Körperlichkeit? Wie weit ging die? Dass wir, ja, uns im Arm genommen haben, wir haben uns geküsst und alles, das haben wir getan. Ja, richtig. Ja, das sagt mir noch nichts. Sie hat auch bei mir in der Wohnung geschlafen. Wir haben auch zusammen in einem Bett geschlafen, aber nicht miteinander geschlafen. Wir haben keinen Sex miteinander gehabt. Ja, das also haben wir nicht. Ihr habt nicht keinen Geschlechtsverkehr miteinander gehabt. Das aber richtig, sonst so Streicheleinheiten? Das ist wohl der Fall gewesen, ja. Auch auf dem ganzen Körper? So, naja, ziemlich fast. Sowohl du bei ihr als auch sie bei dir? Ja. Mhm. Ach, das ist mir ein bisschen eklig, muss ich echt sagen. Warum? Ach Mensch, du bist 53 Jahre alt. Und jetzt stelle ich mir das vor, da hängst du mit so einem 14-15-jährigen Mädel im Bett. Das war aber doch so, war aber so, dass es nicht von mir ausging. Ach ja, das sagen immer die Eltern. Der Fall war. Ja, das sagen immer die Eltern. Erzähl mir nichts. Du bist ein älterer, erfahrener Mann. Ja. Also ich meine das nicht böse mit alt, ich meine das nicht diskriminieren, verstehe mich da nicht falsch. Ja. Aber du bist nun mal der viel Ältere, als wenn jemand 15 ist. Und der auch viel Erfahrenere. Und wenn du das würdest wollen, würde sich ein 14-15-jähriges Mädel niemals so nah an dich heranwagen oder auch Gefühle entwickeln, wenn du klare Grenzen gezogen hättest. Never. Das habe ich anfangs auch lange, lange Zeit getan. Aber irgendwann ist man an dem Punkt angekommen, wo man sagt, das ist einfach so nicht mehr möglich, weil ich ganz einfach zu viel empfunden habe für das Mädchen. Nee. Doch. Nein, da kann man immer noch Nein sagen. Die Geilheit ist mit dir durchgegangen, obwohl ihr gar keinen Sex miteinander hattet.
Das ist natürlich wahrscheinlich hochattraktiv, so also ein sehr junges Mädchen da für einige Männer dann in den Armen liegen zu haben. Also ich bin ja im Fall diese Altersunterschiede, wo ich immer denke, ach, da kann man ja locker mit umgehen, aber das ist mir zu viel. Und wenn sie jetzt 20 wäre und du 60, würde ich sagen, na okay, vielleicht, aber sie ist ja noch gerade so aus dem Kindesalter, sie rausgewachsen und sie war vielleicht noch teilweise Kind. Und da will ich einfach nicht, dass die Jugendlichen dann so alte Leute an der Backe haben. Die sollen ihr Leben leben mit ihren Gleichaltrigen. Was sagt, haben die Eltern das oder die Internatsleute oder die Mutter hat das niemand mitbekommen? Ja, die Mutter, die hat mich auch schon gleich, also kurze Zeit nachdem sie das gemerkt hat, hatte sie eine Anzeige gemacht. Ja, hätte ich auch gemacht. Sie hat das dann aber bestritten, dass da so nichts gewesen ist und dann ist da nichts weiter gekommen. Und sie hat also dieses Jahr, ist noch gar nicht so lange her, nochmal eine Anzeige gemacht. Ja. Wo auch da wieder das, die Tochter eben gesagt hat, also den Namen sage ich jetzt absichtlich nicht. Natürlich logischerweise. Nicht. Nein. Und wieder gesagt, also dass da nichts war und sie hat auch keine Aussage diesbezüglich gemacht. Und das heißt jetzt, die Anzeige ist wieder eingestellt? Oder? Jetzt noch nicht. Also ich habe selber noch nichts davon gehört. Ich weiß nur von dem Mädchen, weil wir haben noch Kontakt miteinander, dass wir miteinander telefonieren und hin und wieder auch mal treffen und so. Also rein so, ja, auf freundschaftliche Basis oder so. Im Moment ist das untergefahren, oder was? So, ja, so ein bisschen, ja. Weil du vorhin sagtest, wir sind noch zusammen. Erstmal gesagt hat, dass sie das nicht mehr wollte. Das Mädchen? Ja, genau. Siehst du? Sie sagt es. Ja, Guck mal, das Mädchen war du hast es gerade nur ansatzweise erzählt, da gab es Probleme in der Familie. Vielleicht hat die einfach in dir auch eine Vaterfigur gesucht und du hast es in dieser Art und Weise, ich sage es jetzt ganz bewusst, auch provozierend ausgenutzt. Du warst ihr kein Vater, sondern du warst ihr irgendwo auch Liebhaber. Nein, das hat sich also von Anfang an nicht in diese Richtung entwickelt, dass sie mich als Vaterersatz oder Vaterfigur gesehen hat. Es war also wirklich von Anfang an also wirklich eine reine freundschaftliche Basis da. Ja. Und das hat sich eben einfach weiterentwickelt. Gut, nenn es Freundschaft. Ja. Vielleicht war es für sie auch ein Halt. Es gibt keinen Vater, ne, von der irgendwie in der Nähe lebt. Doch, den gibt es. Die Eltern sind zwar geschieden, aber da ist auch ganz locker der Kontakt da. Ja. Und der ist also auf jeden Fall vorhanden. Was sagt denn der Vater zu der ganzen Sache, weißt du das? Ja, der hält sich da so weit wie möglich raus. Mhm. Ja, ja. Auch eben. Auch schlimm genug. Ich stelle mir das nochmal vor, auch wenn ich mich jetzt in dich hineinversetze. Wie kommst du dir denn vor als 53-Jähriger, wenn du da mit einem 14-, 15-jährigen Kind im Bett liegst? Das könnte ja dein Enkel bald sein, Mensch. Und da erzählst du mir was von Verliebtsein. Ja. Da lässt du dich einfach gehen, Mensch. Da muss man als erwachsener Mann sagen, nein. Ja, das habe ich ja auch lange Zeit getan. Ich habe ja selber dagegen angekämpft. Aber ach du Armer. Dass auch das Verhalten von ihr dementsprechend, also sagen wir mal, ganz anders war. Dass ich also dann in dem Moment also da bist du schwach geworden. Nicht mehr das Mädchen neben mir hatte, sondern eine Frau neben mir hatte. Ja. Gut. Aufgrund ihr Verhalten und so weiter. Ja, das sind immer so die Sprüche, die man dann so hört. Ja, das Kind oder die Jugendliche, nennen wir es die Jugendliche, wollte das ja auch so. Mag ja sein, vielleicht. Ja. Aber dennoch finde ich, dass man die Verantwortung hat als Älterer, als so viel Älterer, zu sagen, nein, pass mal auf, dann hättest du sie mit ihr reden müssen, hättest du gesagt, pass mal auf, Mädel, lass uns einfach gute Kumpels sein. Ich bin für dich da, aber weiter nichts, gar nichts, absolut nichts. Such dir einen netten Freund mit 15, 16, 18, 19 Jahren. Aber nicht einen 53-jährigen Mann. Bist du auch mal verheiratet gewesen? Hast du Kinder? Ja, habe ich. Wie alt sind die? Ja, mein Sohn ist 30. Ja. Hat der schon wieder Kinder? Der Sohn noch nicht, aber meine Tochter, die 25 ist, die hat schon zwei, ja. Mhm. Wissen die das? Bitte? Nein. Wissen die das? Glaube ich nicht, nein. Ja. Weiß das überhaupt jemand aus... Ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Kindern. Ja. Weiß das überhaupt jemand aus deinem Umfeld? Ja, meine Schwester so eigentlich, ja. Was sagt die? Gar nichts. Mhm. Hast du immer schon eher auf jüngere Frauen gestanden? Ja, könnte man so sagen, ja. Mhm. Auf sehr viel jüngere? Was heißt sehr viel jüngere? Also ich habe mit 23 das erste Mal geheiratet. Ich war dreimal verheiratet, zweimal geschieden. Meine dritte Frau ist gestorben. Ja. Ich habe das erste Mal geheiratet mit 23 Jahren. Meine Frau war damals gerade 16. Mhm. Und ja, meine zweite, die war 3 Jahre jünger. Und meine letzte Frau, die gestorben ist, die war 12 Jahre jünger wie ich. Ja.
So, jetzt gehe ich mal davon aus, du hast dich hier bei mir gemeldet und wir unterhalten uns in aller Öffentlichkeit über dieses doch sehr prekäre Thema, finde ich. Ja. Und ich weiß nicht, ob du mich kennst und mich ein bisschen einschätzen kannst, dann war dir ja wahrscheinlich auch schon so klar, in welcher Richtung ich das beurteilen würde. Warum hast du jetzt hier angerufen und mir das erzählt? Ja, weil ich das also einmal gehört habe, diese andere Beziehung da zwischen den 15 und 29, die er war, habe ich gedacht, Mensch, sowas ähnlich hattest du auch. Und ja, warum habe ich angerufen? Weil irgendwo ist es, wie gesagt, so, dass das sich so ein bisschen geändert hat und also ich da nicht irgendwie das einfach nur so wollte, sondern wirklich ernste und ernsthafte Gefühle für das Mädchen habe und die immer noch habe. Mhm. So, und ganz jetzt, einfach die Frage, was kann ich tun, um das wieder zu ändern? Ja, also ich finde das schon erstmal gut. Ich hoffe, dass es stimmt, was du mir gesagt hast, dass da noch sexuell nichts gelaufen ist. So, wobei das natürlich eine Frage der Definition ist, was ist sexuell? Ist es auch sexuell? Ich finde ja, wenn man auch miteinander im Bett liegt und sich den Bauch streichelt oder die Geschlechtsteile streichelt. Aber du hast nicht mit ihr geschlafen. So, jetzt hat das Mädchen sogar gesagt, sie will es nicht mehr. Jetzt hast du aber die verdammte Pflicht, Walter, wirklich die verdammte Pflicht, dich völlig zurückzuziehen erstmal und das Mädel in Ruhe zu lassen. Aber gänzlich zurückzuziehen und nicht ihr auf Freundschaft machen oder so, das verwirrt sie nur verwirren. Da sind zwei so ungleiche Paare beieinander. Das ist ein ganz junger Mensch, die dabei ist, ihre Erfahrungen mit der Welt und mit den Menschen zu sammeln. Und du bist jemand, der schon so viel erfahren hat. Da musst du, jetzt komm mir nicht an mit, ich kann nicht. Ich kann es nicht. Das kannst du. Lass es in Ruhe. Dass das Ganze so kumpelhaft, freundschaftlich weiterläuft, dieser Vorschlag kam ja nicht von mir, sondern von ihr. Ja, das ist doch noch völlig klar, dass so ein Mädchen in dem Alter nicht sagt, nee, ich will radikal keinen Kontakt mehr mit dir haben. Ja. Das macht man doch nicht so einfach. Das fällt ja schon erwachsenen Leuten schwer, sowas zu sagen. Du musst das jetzt machen, um das Mädchen zu schützen, um vielleicht auch das wieder in Lot zu bringen, was dann irgendwie durcheinander gekommen ist. Lass die mal ganz zu sich wiederkommen. Ja, sie hat auch wortwörtlich gesagt, dass es also mit ein Grund ist, weswegen sie das also nur noch so ganz locker will, weil auch eben viele sie darauf angesprochen haben, wegen des Altersunterschiedes, ja, ja. Und dass sie sich vielleicht, also dass es möglich wäre, ihre Meinung ändert, wenn sie dementsprechend älter ist, ja. 18 ist, dass ja. sie dann wirklich selbst entscheiden kann. So, das ist doch ein Wort. Was willst du denn noch hören? Ja. Was willst du noch hören? Das ist doch schon so viel, was dieses Mädchen gesagt hat. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen, Walter, und zu raten, auch von außen. So, jetzt beenden wir das Gespräch hier. Ja. Ja. Jetzt möchte ich gerne noch, dass du eine Einschätzung auch noch von jemand anderem hörst, nämlich von meiner Psychologin. Ja. Ist das okay? Ja, ist okay. So, das heißt, du legst auf und Elke, so heißt meine Psychologin heute Nacht, ruft dich an. Ja, ist okay. Okay? Ja, klar. Auf ja. Wiederhören. Nee. Janine. Hallo. Ja, hallo. Wie spricht man es aus? Ja, einfach Janine. Du hast gerade mitgehört, ne? Ja, und mein Thema passt, glaube ich, auch ziemlich gut dazu. Sag mal kurz deine Meinung zu Walter und was du gerade gehört hast. Ja, es passt ganz gut zu dem, was ich so erlebt habe eigentlich. Weil mein Thema ist ja dieses, also mein Problem, dieses Vatermänner. Mhm. Weil also bei mir ist die Sache vor 10 Jahren ungefähr, also ich bin jetzt 25, ja. Vor 10 Jahren ist mein Vater gestorben. Ich bin leider ziemlich früh ins Internat gekommen und hatte meinen Vater nie kennengelernt. Erst in dem letzten Jahr, als er halt schwer krank geworden ist und er ist ziemlich schnell gestorben, an Krebs eben. Und mir hat immer das gefehlt, ja. Hallo? Hallo? Janine? Uje, hoffentlich. Ist das nicht das üble erste Zeichen, dass unsere gesamte Anlage wieder mal... Die Verbindung wurde unterbrochen. Aha, danke schön. Wir versuchen Janine wiederzubekommen und ich hoffe, dass wir mit jemand anderem weitermachen können. Mit Thomas 26. Hallo? Ja, hallo Domian. Gut. Da bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, alle Leute sind hier abgekackt. Ach, nee, hi. Thomas. Ja. Um was geht's? Ja, ich bin in einem großen Betrieb beschäftigt. Ja. Und vor circa 8 Wochen kam eine neue Arbeitskollegin bei uns ins Büro. Mhm. Von weit her, ist extra hier runtergezogen. Mhm.
hat eine 5-jährige Beziehung mit ihrem Freund. Mhm. Die ist auch wegen dem hier hingezogen. Ja. Hat bei uns angefangen und wir hatten vor kurzem einen Betriebsausflug. Ja, ich ahne schon. Wunderschönes Hotel. Wunderschönes Hotel. 5-Sterne-Hotel, das war traumhaft. Der Betriebsausflug war auch wunderbar. Der war Hammer. Mhm. Nee, der war wirklich wunderschön. Ja. Und wir sind essen gegangen. Alle, der ganze Betrieb, genau. Ja. Und haben sehr, sehr viel Wein getrunken. Ja. Jeder hat ein Einzelzimmer in dem tollen Hotel? Nee, leider nicht, ein Doppelzimmer. Das kommt aber noch. Ja, okay. Ich will nicht vorgreifen, Entschuldigung. Und auf jeden Fall habe ich mich mit ihr sehr gut, sehr, sehr gut unterhalten. Sehr gut. Sehr gut, ja. Genau. Ziemlich viel Wein getrunken. Mhm. Und naja, sind dann nachher ins Hotelzimmer. Mein Bettkollege oder Zimmerkollege war auf dem Kiez. Mhm. Ja, wir lagen im Bett, haben uns gut unterhalten, ja, und haben dann miteinander geschlafen. Besoffen? Stark angetrunken, ja. Nennen wir es so. Okay, genau. Stark angetrunken. Ja. War auch eine sehr lange und sehr schöne Nacht. Und, Ach so, sie ist dann sogar ganz lange dann da geblieben in deinem Zimmer. Ja, genau, bis zum nächsten Morgen. Und der Kollege? Der Kollege kam nachher rein. Das waren Betten, die man auseinanderziehen konnte. Ja. Ich hatte das schon rübergeschoben. Ja. Und sie lag dann bei mir auf meiner Hälfte. Ach, und der Kollege legte sich auch noch dazu, in seine Hälfte. Ja, genau. Seine Hälfte, genau. Ja. Und sie musste am nächsten Tag weiterfahren. Mhm. Sie hatte eigentlich gar nicht vorher gehabt zu schlafen. Sie hat auch meinem Chef schon gesagt, bevor sie die Freise angetreten haben, sie fährt gleich weiter. Sie wollte nur den Abend noch bleiben und fährt sofort abends weiter. Deswegen hatten sie auch kein Zimmer für sie. Verstehe. Deswegen hat sie auch unter anderem bei mir geschlafen, als Vorwand. Ja. Und sie ist auch am nächsten Tag weitergefahren. Sie hat mir nur noch Tschüss gesagt. Mhm. Und ich bin zurück nach Hause gefahren mit den anderen. Ja. Und habe sie vor Montag dann auch nicht mehr gesehen, auch nicht mehr viel mit ihr gesprochen oder getextet, gar nichts. Und Montag auf Arbeit, wir sehen uns wieder. Ja. Und ja, haben das dann irgendwann, haben wir uns zusammengesetzt, als alle anderen weg waren und haben darüber gesprochen. Mhm. Kam aber nichts Großartiges bei rum. Wir fanden das eher witzig. Wie ist der Stand der Dinge heute? Ja, wir sind immer noch. Zugange. Zugange, genau. Also Affäre seit einigen Wochen. Genau, seit über 8 Wochen. Ja. Über 8 Wochen. Sie ist mit ihrem Freund nach wie vor zusammen. Alles läuft. Ja, ich kenne den sogar. Du kennst ihn sogar? Ja, wir hatten nachher eine Einweihungsparty gegeben. Ja? Ja, und da war ich dann zugegen. Achso, aber nicht näher, kein Freund oder so? Nee, gar nicht. Könnte ich auch gar nicht. Sag mal, nun ist das doch eigentlich in eurer Firma wahrscheinlich rund. Denn der Kollege hat ja gesehen, Nein, dass sie da... Nein, der Kollege hat dich gehalten. Der hat dich gehalten. Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ja. Und der hat wirklich dich gehalten. Er hat ja auch den Akt an sich ja nicht mitbekommen. Es war ja offiziell bekannt. Es war offiziell bekannt, dass sie bei mir schläft. Na gut, aber wir sind ja alle nicht ganz doof, ne? Ja, nee, ist klar, sicher, aber... Den Akt wird er sich schon vorgestellt haben. Ja, natürlich. Weil Außerdem hast du ihm das erzählt. Ich habe dann gesagt, ich schlafe natürlich nicht in dem gleichen Bett. Ja. Verliebt? Ja. Sehr? Verdammt. Und sie? Auch. Wirklich? Ja. Oder ist sie nur scharf auf einen anderen Typ mal? Ja, nee, ich habe sie mit in meinen Freundeskreis reingebracht. Gewagt. Nicht alle eingeweiht, sondern eigentlich nur einen, genau. Ja. Und der, mit dem ich mich darüber auch unterhalten habe, der auch eingeweiht ist, der sagt auch, die ist so tierisch verliebt. Mhm. Sagt sie auch, glaube ich ja auch. Ja. Nur das Problem für sie ist, sie ist wegen ihm hier runtergezogen. Und gerade ganz frisch. Gerade ganz frisch, genau. Mhm. Und sie wohnt auch bei ihm. Ja, sie wohnt zusammen, richtig. Und ihr Problem ist natürlich, 4 Jahre zusammen oder 5 Jahre schon zusammen. Klar. Jetzt mit dir, was ist, wenn ich da jetzt alles beende, meine Brocken packe, zu dir komme und du hast mich nach einem Monat satt? Ja gut, das ist jetzt eine sehr, sehr pragmatische, berechnende Überlegung. Ne? Ja klar, das habe ich mir aber auch schon gedacht. Und andererseits denke ich mir auch, klar, ich bin verliebt in sie, aber wenn sie mit mir fremd geht, kann sie das ja jederzeit, ich könnte ihr, glaube ich, nie vertrauen. Also, immer ein interessanter Gedankengang. Ja, ne? In der Tat, wenn eine Frau sowas... Wenn meine Frau sowas machen würde? Nein, wenn eine Frau einmal sowas gemacht hat, jetzt mit dir, kann das natürlich in der Tat sein, dass wenn du mit ihr zusammen bist, dass das irgendwann mit einem anderen passiert. Richtig. Ja? Und sie weiß selber auch nicht, ob sie diesen Schritt gehen möchte. Mhm. Ja, ja. Sie kennt hier keinen, bis auf die Freunde von ihrem Freund und die auch nicht gut. Vielleicht taktiert sie auch so ein bisschen rum im Moment. Wie bitte? Vielleicht taktiert sie auch so ein bisschen rum, dass sie... dass sie überlegt, was habe ich, hier im Sack? Ne? Das ist die alte Beziehung, Sicherheit, Vertrautheit und all sowas. Richtig. Ja, vielleicht ein bisschen langweilig, vielleicht haben sie Stress. Hat sie dir etwas erzählt darüber, wie es bei denen läuft? Ja. Und mit was ist sie nicht zufrieden? Bei ihm? Hm? Mit vielem. Zum Beispiel? Zu wenig Aufmerksamkeit. Ja. Viele Kleinigkeiten stören sie am Zusammenleben. Ja.
dass er gewisse Sachen nicht wegkommt, dass er gewisse Dinge nicht erledigt. Aha. Dann der Sex. Naja. Hm. Ist wohl nicht so. Ja. Und sie musste wohl jahrelang kämpfen um ihn. Mhm. Und hat es jetzt wohl endlich geschafft, dass es rund läuft, mhm, einigermaßen. Sie haben auch vorher nie zusammen gelebt. Ja. Also sie wohnen jetzt zum ersten Mal zusammen. Und ja. Aber die wenigen Sachen, die du jetzt erzählt hast, deuten für mich schon so darauf hin, dass sie sehr berechnend ist, dass sie sich überlegt, wenn ich das jetzt aufgebe und gehe zu dem Thomas und nachher ist der, funktioniert das mit dem Thomas nicht? Oh weh, oh weh, oh weh, dann sitze ich alleine da. Dann habe ich gar keinen mehr. Ja, weil es ist ja auch extreme Distanzen, ne, zwischen ihrem Umfeld, wo sie herkommt, mhm, das sind über 600 Kilometer, mhm, und dem hier. Sie kennt hier niemanden, außer mhm, mich und die Arbeitskollegen. Ja. Oh gut, das und genauso natürlich, weil wissen ja auch die Arbeitskollegen, dass sie in einer festen Bindung ist. Ja. Die wissen aber nichts von uns. Jetzt bist du aber eigentlich in einer recht... Ja, ich weiß absolut eigentlich gar nichts, was ich machen soll. Nee, eigentlich ist deine Position, finde ich, noch die beste. Weil der Gearschte ist ihr Freund, weil der wird betrogen. Was eine miese Aktion ist. Was eine miese Aktion ist. Sie ist wirklich jetzt, hängt zwischen den Stühlen. Richtig. Ja, du bist nur verliebt, sagen wir so. Ja, schwer sogar. Also ja, schwer. Ich seit langem nicht mehr so wie... Ich würde jetzt so an deiner Stelle sagen, ich gucke mir das noch so eine Weile an. Du willst, also das habe ich das jetzt verstanden, du möchtest im Prinzip richtig mit der zusammen sein. Ja, denke ich. So diese Dreier-Geheimlich-Tu-Kiste willst du nicht. Nee. Gut. Weil andererseits ist sie ja auch eifersüchtig, sie stellt ja Ansprüche. Wenn ich abends feiern gehe, sie kommt natürlich nicht mit, weil sie das mit ihrem Freund macht. Mhm. Und sie hört dann aus irgendeiner Ecke, was ich dann am Wochenende gemacht habe. Mhm. Ist eifersüchtig. Wirkliches. Mhm. Aber wenn man sich dann mit einer Frau unterhält oder so, dann ist sie sofort eifersüchtig. Aber komplett. Ja. Ist auch nicht sympathisch. Ist mir auch nicht sympathisch, muss ich hier sagen. Da müsste sie sich wirklich zurückhalten. Sie ist in einer festen Beziehung. Sie liegt Nacht für Nacht in den Armen eines anderen Mannes. Mhm. Da hat sie sehr, sich zurückzunehmen, was dein Leben anbelangt. Solange sie nicht hat eigentlich keine Ansprüche. Überhaupt null hat sie. Null. Null. Also ist mir nicht sympathisch, sage ich dir jetzt mal so von so ganz spontan. Aber interessiert dich eh nicht. Tut mir leid, nee. So, ich würde sagen, dass du dir das noch eine Weile anguckst. Ja. Nicht zu lange, solange du das irgendwie aushältst. Und dann würde ich die junge Frau für die Alternative stellen. Und zu sagen, pass mal auf, ich möchte mit dir richtig zusammen sein. Ich setze dir nicht die Pistole auf die Brust, dass du jetzt von heute auf morgen gehst. Aber ich möchte eine Perspektive haben. Mhm. Ich möchte hören, dass du mir sagst, ja, komm in... Ich brauche da noch ein bisschen Zeit, aber in 2-3 Monaten schaffe ich das. Die Gefahr jetzt besteht, dass sie das so hinlaviert irgendwie, dass das noch möglichst lange genauso läuft. Dann hat sie nämlich ihre Schmetterlinge im Bauch mit dir, den tollen Sex, die tolle Aufmerksamkeit und ihr warmes Bettchen zu Hause in gepflegter Atmosphäre. Mhm. So. Und dem musst du Einhalt gebieten. Du musst irgendwann sagen, nee, Mädel. Und so weh es dir dann auch tut, wenn du sagst, das könnte natürlich auch bedeuten, dass du sie dann verlierst. Aber dann verlierst du sie. Ja. Andere Weg gibt's nicht. Ja. Thomas. Ja, Thomas. 26. Mhm. Aber sei mal, also meine inneren Organe sagen mir alle, vorsichtig mit der Frau. Weil? Ja, nee, so was du, die ganzen Sachen, die du mir gerade so erzählt hast, bis hin zu der Eifersucht und so. Ja, sie hat mir auch so schon erzählt, ich habe sie mal gefragt. Ob sie das schon öfter gemacht hat, ob sie schon öfter mit jemandem ihrem Freund fremdgegangen ist. Und sie sagte zweimal. Oh. Ja. Mhm. Das beruhigt mich kein Stück mehr. Nee. Und vielleicht... Gibt mir auch nicht mehr Sicherheit. Nee. Und wenn sie zweimal schon sagt, waren es vielleicht auch viermal. Ja, natürlich, klar. Ja. Habe ich mir auch schon überlegt. Ja, ja. Natürlich. Und vor allem auch, wie gesagt, mal abgesehen davon, dass ich ihr wahrscheinlich nie richtig vertrauen könnte und wahrscheinlich wie so ein heißer Hund hinterher wäre, mhm, sobald jemand kennenlernt. Hallo, wer ist das? Mhm. Weil, abgesehen davon... Wie gesagt, ich kann ich hier aber auch wieder andersrum auch nicht die Garantie bieten. Nee, wer kann sagen, hallo, ja, es klappt auf länger. Aber Thomas, kann auch sein, dass ich sie nach 2-3 Monaten satt habe. Was sind das für Reden? Wer kann denn die Garantie? Ja, natürlich keiner. Es gibt Garantie für nichts. So, lange Rede, kurzer Sinn. Guck es dir noch eine Weile an, mhm, und stelle sie dann für die Alternative ich oder er. So primitiv es klingt, aber es ist nun mal so. Anders geht's ja nicht. Alles andere ist Murks. Ja. In diesem Sinne. Ja. Lieber Thomas. Ja, Domian, danke. Tschüss. Tschüss. Conny!
Ich wollte eigentlich... 35, mal, ne, bist du? Ja, mhm. Ich wollte Bezug nehmen zu der Geschichte von dem Walter. Ja. Walter hieß er, ne? Walter hieß er. Da hat sich, also habe ich mich wahnsinnig darüber aufgeregt, weil mir sowas Ähnliches passiert ist. Also ich hatte, als ich 14 war, einen Mann kennengelernt, der damals halt 33 war. Ich habe den... Was ja noch geht, ne? Wie bitte? Was ja noch gar nicht so ein Riesenunterschied ist wie 56. Ja, ja, so hat dein 53. Moderator eben, oder wie man das nennt, also den ich jetzt vorher am Telefon hatte, hat er auch gesagt. Ja. Aber trotzdem ist das natürlich ein wahnsinniger Unterschied. Ja, ja. Ich habe mich damals auch, also habe mir eingebildet, ich hätte mich in ihn verliebt. Ja. Aber das war natürlich mehr so ein so eine Schwärmerei. Und wir haben es dann auch aus den Augen verloren. Und dann bin ich ihm halt wieder begegnet, als ich 16 war, knapp 16. Und dann sind wir halt auch zusammengekommen, waren anderthalb Jahre zusammen. Mhm. Und es lief halt so ab, dass ich war damals ein ungeheuer David Bowie Fan und er hat mich halt von vorne bis hinten beschenkt, hat mit Sachen von David Bowie, hat mich zum Essen ausgeführt. Was dich wahrscheinlich irre beeindruckt hat, natürlich. Ne? Natürlich. Und er war auch Schauspieler, also er ist Theaterschauspieler, konnte dadurch auch, auf einer anderen Weise noch manipulieren. Also, und der hat es halt, hat mir sozusagen die große weite Welt. Und du hast ihn wahrscheinlich bewundert, wenn er dann noch Schauspieler war und auf der Bühne steht und toll, ne? Ja, obwohl er witzigerweise, als ich ihn dann bei der Arbeit gesehen habe, wirklich mal, er war im Grunde genommen ein sehr kleiner Schauspieler, aber ich meine, er konnte mir natürlich damals immer vorspielen, er wäre der tolle, große, starke, erfahrene Mann. Wie lange ging das? Ja, das ging dann anderthalb Jahre und das, ich bin da auch im Grunde genommen nur dadurch rausgekommen, dass mein Vater mich dann damals nach London geschickt hat, weil ich konnte mich irgendwie aus der Beziehung halt nicht lösen. Also die Eltern wollten es nicht, der Vater wollte es auch nicht. Na, die wussten nichts davon, ne? Aber es hatte andere Gründe, dass ich dann, ich wurde halt auf eine Sprachschule geschickt. Achso, das war so ein Zufall, dass er dich nach London geschickt hat. Nicht, wegen dieser Angelegenheit. Nein, das war mein Glück. Das war im Grunde genommen meine Rettung damals, um aus dieser, also um mal wirklich auch eine emotionale Distanz zu bekommen und dann zu erkennen, weil ich wusste ja gar nicht mehr, was mit mir los ist. Ich habe mich so geekelt vor dem. Also wenn ich im Bett war, mit dem, ich musste am nächsten Tag duschen wie eine Irre, habe Waschzwang bekommen und so. Also ich. Ach, das heißt, während dieser Zeit, als du mit ihm richtig zusammen warst, war auch der Ekel. Ja, ja, klar. Du hast es aber so über dich ergehen lassen, weil du fasziniert warst von all den Sachen. Nein, wegen der Geschenke. Weil ich geglaubt habe, in dem Moment, wo er mich so beschenkt, muss ich ihn auch bezahlen, sozusagen. Ach so, also muss ich ihm was bieten auch. Ne? Und er hat das auch psychologisch immer so geschickt gemacht. Er hat mir dann verrückte Träume von sich erzählt. Er hätte mich als eine riesige Spinne gesehen, die er mit Gold füttern muss und sowas. Oder denn zum Beispiel, als ich ihm halt keinen blasen wollte, hat er gesagt, naja, wenn du eine erwachsene, reife Frau wärst, dann würdest du das auch tun. Und so, also hat mich halt durch solche Arten, weil ich ja dann die Erwachsene... Und wahrscheinlich hätte er damals auch gesagt, ach, die Conny hat das auch signalisiert, dass immer die gleichen Sprüche sind. Ja, und also ich fand auch besonders schockierend diesen Spruch von dem Walter, ich hatte denn plötzlich eine Frau vor mir. Sie war nicht mehr das Mädchen. Das sind doch nur Projektionsgeschichten von solchen Leuten. Ja, ich meine, das kann man sich auch beim Fünfjährigen dann einreden irgendwann wahrscheinlich. Was würdest du denn Was würdest du denn einem Mädel, die so in dem Alter ist und vielleicht betroffen ist, in einer ähnlichen Lage jetzt gerade hängt, was würdest du dir raten? Das ist auch sehr schwierig, dann um nicht so altbacken rüberzukommen. Ne? Im Grunde genommen, also bei mir, wie du vorhin schon gesagt hast, also was du ihm ja auch gesagt hast, lag es wirklich an der fehlenden Vateranerkennung. Mhm. Also dass meine Eltern halt früh geschieden wurden und ich war praktisch so ein kindlicher Transvestit, auch habe mich früh geschminkt und Klamotten von meiner Mutter getragen, wollte immer die Aufmerksamkeit von meinem Vater erwecken. Ja, ne? Und dachte halt, wenn ich so aussehe wie diese Mädels, mit denen er so rumhüpft, dann würde ich ihn irgendwie erreichen können. Und was würdest du den jungen Mädels sagen, die in so einer Lage sind? Ja, na, das im Grunde genommen, dass sie wirklich ganz tief in sich reinblicken müssen. Also, weil nur dann erkennt man, dass das halt auch nur für einen selber eine Projektionsgeschichte ist. Wobei, die Freundin von dem Walter hat ja schon klar gesagt, ne? Sie hat ja schon gesagt, sie will nicht mehr. Ach, das habe ich gar nicht, weil ich da schon mit deinem Kollegen gesprochen habe. Das hat sie sogar schon gesagt. Das hat er zum Schluss erzählt, ja, ja. Und,
Klarer geht's ja nicht mehr, ne? Ja. Klarer geht das nicht mehr. Ja, naja. Ich würde dich doch fragen, als du dann aus London zurückkamst, wie lange warst du in London? Ich war dann 3/4 Jahre und er hat mich dort auch besucht. Ja. Und das war im Grunde genommen so eine Schlüsselerfahrung. Da meinte er auch, er hätte mich nie so gesehen und solche Züge in mir gesehen. Da konnte ich dann auch zum ersten Mal, weil ich dort einen anderen Mann kennengelernt habe, mit dem ich Sex hatte, einen relativ gleich, okay, der war 3 Jahre älter, hat aber für mich gleichaltrig praktisch. Ja. Und da konnte ich ihm die Stirn bieten. Ah, ja. Das heißt also, der London-Aufenthalt war für dich heilsam, eine Therapie, und danach war es dann. Als ich zurückkam, hat er auch wirklich geschnallt, denn das ist keinen Sinn mehr. Ja. Er hat dann noch ein paar Mal versucht halt, aber ich habe ihn dann so abblitzen lassen. Ja. Also, aber das ist halt, ich kenne Frauen, die das ihr Leben lang so durchmachen. Ja, ne? Ja. Also, das war ein interessanter auch nochmal Aspekt aus deiner eigenen Erfahrung. Das ist auch immer gut, finde ich, wenn Leute das erzählen, Frauen erzählen, die das selbst so mitgemacht haben. Mm. Hat ja einen ganz anderen Glaubwürdigkeitswert dann. Mm. Danke für deinen Anruf, Conny. Ich hoffe, er hat noch zugehört. Ich hoffe es auch. Okay. Alles Gute. Na, danke. Tschüss. So, jetzt haben wir die Janine von gerade wieder da. Hallo. Hallo. Ich hoffe, dass die Leitung jetzt nicht wieder bricht. Was lange währt, wird endlich gut. So, Janine, 25 Jahre. Du fängst einfach nochmal von vorne an, was du gerade hast erzählen wollen. Ja gut, was auch mit dem Walter zusammenhängt oder auch jetzt mit der Vorgängerin, das ist eben diese Vatermänner. Mhm. Mein Vater ist gestorben, da war ich ungefähr 15, knapp 10 Jahre her. Ja. Und ich hatte damals zwar eine gut laufende Beziehung, also mein Gottchen, also ja, ganz von 15 bis 20 halt hin. Ja. Aber da habe ich halt dann gemerkt, ja gut, ich suche eine Vaterfigur. Ja. Und deswegen finde ich das, also was da Walter hieß er, ne? Walter hieß er, mhm. Ja, also von meiner Sicht finde ich das ziemlich schlimm, weil ich habe das ja auch selbst durchgemacht und ich weiß... Also du hast dann jemanden gefunden, der älter ist? Ja, ich habe danach eine Beziehung angefangen, der war 10 Jahre älter. Ja. Und danach einen, der war 20 Jahre älter. Also der hätte mein Vater mal sein können. Da warst du 17? Nee, ich war dann 20. Ja, und der andere war 40? Ich war dann 22, der andere war 42, richtig, ja. Weißt du, also in dem Alter finde ich das auch einen krassen Unterschied, aber das finde ich nicht so schlimm. Ich finde sie auch nicht so schlimm. Mhm. Aber so 14, 15 plus 20 oder gar mehr ist ganz arg. Horror. Eigentlich ist es Horror. Ja. Das hat auch mit Moral irgendwie nichts zu tun. Das passt einfach nicht zueinander. Nee, also das finde ich mehr als heftig. Also sowas kann nicht sein. Nee, also ich sage ja auch gar nichts gegen ältere Beziehungen. Bei mir ist das eben das Problem, ist wie das Thema, also für mich ist dieses Vatermänner, dass ich immer eine Bezugsperson gesucht habe, also deswegen auch immer ältere Männer gesucht habe. Ja. Und bei mir war es eben so, dass mein Vater ziemlich früh gestorben ist und ich aber schon mit 9 ins Internat gekommen ist und ich ihn nie richtig kennengelernt habe. Und ich aber als kleines Kind schon, als ich noch daheim war, immer um seine Gunst gekämpft habe. Ja. Weil ich ja die Jüngste war und er wollte echt immer einen Sohn haben und ich habe mich immer wie ein Junge benommen, damit ich ihm gefalle. Mhm. Gut, der Fakt ist einfach, jetzt dass ich mir, das ist ganz normal, immer ältere Männer raussuche, ich weiß nicht. Ist das jetzt immer noch so? Du bist jetzt 25, hast du einen Freund im Moment? Ja. Wie alt ist der? 35. Naja, gut. Also, der Abstand wird ja geringer. Ja, ich bin wieder zurückgegangen. Ja, ne? Ja. Ich würde noch mal gerne fragen, damals, als du Anfang 20 warst und der andere dann über 40, war das... auch so eine irgendwie eine Vater-Tochter-Beziehung oder gab es da schon annähernd so Gleichberechtigung in der Beziehung, was man ja bei ganz jung und ganz alt überhaupt nicht sagen kann? Gleichberechtigung kann man nicht sagen. Ich sag ja, mein Problem ist, dass ich immer denke, ich muss um die Gunst von jemandem kämpfen. Also er hat mich nicht sehr gut behandelt. Und das ist ja mein Problem. Ja. Sobald mich Männer gut behandeln, also wenn ich weiß, die lieben mich und ich kann alles haben, was ich will, dann verliere ich das Interesse. Ah, also dann ist es vorbei. Und wenn ich drum kämpfen muss, und das sind halt meistens die nicht so netten Männer, dann ist es eine längere Beziehung. Ja. Das ist jetzt wieder eine ganz andere Problematik, ne, wo wir da reinkommen jetzt. Ja, obwohl es schon irgendwie zusammenhängt, hast du recht. Zum Papa eben, aber gut, weil ich ihn halt nie kennengelernt habe. Gut, Janine, jetzt hoffe ich, dass sich das ein bisschen auflöst, je älter du wirst. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, dass er 15 und 54 finde ich ziemlich heftig. Ist krass, ne?
Ja, auch für das Mädchen. Ich denke mal, das ist auch so, dass eine Vaterfigur sucht, man sollte es nicht ausnutzen. Ja. Weil ich denke mal, der Mann, mit dem ich zusammen war, der 20 Jahre älter war als ich, der hat es ausgenutzt bei mir, weil er gewusst hat, was ich suche. Ich glaube, dass die Gefahr besteht, dass man es immer ausnutzt, wenn man so viel älter ist. Weil man vor allen Dingen, wenn Erotik mit reinspielt. Wenn keine Erotik mit reinspielt, dann ist es okay. Dann ist man wirklich vielleicht ein Freund oder ein ja, dann könnten Sie recht haben. Aber so. Janine, jetzt danke ich dir für den Anruf. Gut, dass wir nochmal miteinander verbunden waren. Und hoffe, dass die Männer ein bisschen jünger noch werden demnächst. Alles Gute. Tschüss. Peter, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Peter. So, zu dir. Folgendes Thema. Und zwar letzte Woche war ja schon bei euch, ich bin anders wie die anderen. So war's. Und ich bin wahrscheinlich auch anders wie die anderen. Jetzt bin ich gespannt, inwiefern. Ich bin fast 35, was heißt, ich werde in 2 Wochen 35. Ja. Und ich bin immer noch Jungfrau. Das ist ungewöhnlich, ne? Das ist ungewöhnlich, ja. Auf jeden Fall ist mir kein Fall bekannt, für den es genauso geht wie mir. Ja. Also wirklich so rundherum Jungfrau. Das heißt, genau. Du hast noch nie mit einer Frau geschlafen? Richtig. Auch noch nie eine Frau geküsst? Geküsst, ja. Das schon. Aber reicht rein kein Sex. Nee, aber richtig, zungenmäßig. Nein. Das nicht? So ganz leicht, so zaghaft, so, ja. Händchen gehalten mit einer Frau? Ein bisschen, ja. Schon mal mit einer Frau nur so im Bett gelegen, gekuschelt? Ja, gekuschelt, ja. Nackt gekuschelt? Nein. Nee. Warum ist es, als du mit dieser Frau, über die wir gerade reden, gekuschelt hast, warum ist es da nicht weitergegangen? Das ist schwierig, weil ich kann nicht aus mich rauskommen. Also je persönlicher das wird, desto zugeknöpfter werde ich. Wobei die Situation ja schon sehr intim ist. Wenn man zusammen mit jemandem auf einer Couch oder im Bett liegt und sich streichelt und so, ist ja schon viel. Das ist richtig. Das war eine Situation, da wurde auch sehr viel getrunken, nach einer Fete. Und das wäre eigentlich, was mich heute ja tierisch ärgert, das wäre eigentlich schon fast ein Elfmeter gewesen. Ja. So ein klassischer Elfmeter. Ja. So, 35 Jahre alt. 35 Jahre alt. Was machst du mit deiner Sexlust? Was macht man damit? Ja, Selbstbefriedigung. Ja, bleibt mir nicht übrig. Ja. Bei dem Puff oder ans Bordell wollte ich nicht unbedingt gehen, weil da spielt sich bei mir schon sehr viel im Kopf ab. Ja. Weil da muss schon mehr hinterstecken als nur der pure Sex. Gehst du viel raus? Ich gehe ab und zu raus, ja. Eine Zeit lang war es so gewesen, habe ich mich arg abgeschottet. Momentan wird es besser. Ich mache jetzt seit einem Jahr circa eine Therapie. Sehr gut. Also eine Gruppentherapie. Ja, sehr gut. Also dieses Abschotten ist natürlich Gift, ne? Für jemanden, der in so einer Lage ist wie du. Weil da wird es natürlich noch schlimmer. Richtig. Was machst du für einen Beruf? Ich bin Schlosser. Schlosser. Hast du einen großen Freundeskreis? Einen recht kleinen eigentlich. Die kenne ich ja auch nur länger. Ja. Einen kenne ich schon seit dem zweiten Schuljahr. Ja. Also über 20 Jahre schon. Das heißt, es liegt daran, wenn ich das richtig verstehe, dass du eben eigentlich sehr scheu bist und dich nicht traust, Frauen anzusprechen, die dir gefallen. Genau. Das heißt, für dich undenkbar, du stehst in der Diskothek irgendwo und ist ein nettes Mädel oder eine tolle Frau und du gehst hin und sagst hier, lass uns mal was tun. Ist unmöglich. Das ist es. Ist das so in der Therapie auch, dass man sowas lernt, so ein bisschen vielleicht aus sich rauszugehen? Wir sind in einer Gruppe und da wird die Vergangenheitsbewältigung und Vergangenheit auch verarbeitet. Ja. Ist das auch Thema in dieser Therapie, dass du noch keine Frau hattest? Das ist bis jetzt noch das Thema nicht gewesen, also so weit bin ich noch nicht gegangen. Wäre ganz schlecht, glaube ich. Das würde dich vielleicht noch mehr befreien. Denn das ist ja auch schon, ich glaube, es ist ein Schritt nach außen, so wie auch dieses Gespräch hier zwischen dir und mir, einfach erstmal sich dazu zu bekennen. Glaube ich schon. Ich glaube, dass einem das gut tut. Und wenn du da in so einer doch persönlichen Umgebung bist, in so einer Therapie und wenn es passt und für dich stimmig ist, das auszusprechen, wäre bestimmt nicht falsch, glaube ich. Das Ding ist ja, ich bin in meiner Vergangenheit, weil ich war früher in der Schule, ja nicht unbedingt der Beliebteste gewesen. Ja. Warum? Das heißt, weil ich habe nicht die schönste Brille gehabt. Also ich wurde schon auch klamottenmäßig und aussehmäßig, ich wurde schon sehr, sehr gedemütigt von meinen Mitschülern. Das ist tief. Das ging irgendwann so weit, dass ich im 4. Schuljahr selbst sexuell gedemütigt wurde von einem Mitschüler. Was heißt das, gedemütigt wurde? Vergewaltigt wurde? Eine klassische Vergewaltigung meine ich nicht, nein. Aber er hat dich zu sexuellen Handlungen gezwungen? Genau. Zu welchen?
ja, ich weiß nicht, wolltest du das jetzt, gehören wir das, die ganze Reihenfolge? Er war sehr, war's richtig drastisch, also es ging richtig zur Sache. Du musstest Dinge mit ihm und an ihm machen und er hat es an dir auch getan. Genau. Und wie alt warst du da? Das war die vierte Klasse, ich war 12. Das ist einmal. Das fing eigentlich an, das war nicht ganz normales Toben gewesen, abends im Schullandheim war das gewesen. Und, ich bin gerade ein bisschen nervös. Und wie alt? Da war ich 12 Jahre alt. Ja, und er? Wie alt war der Täter? Der war nicht, das war auch mein Alter gewesen. Ach, in deinem Alter sogar? Und da haben wir über unsere Klassenlehrerin gesprochen. Und dann waren so gealbert und ich wollte, mit der will ich auch mal was machen. So. Ja, das fand mein Mitschüler wohl nicht so toll. Und man erzählte mir von wegen, das will ich immer noch bereuen und sowas. Da sind wir abends ins Bett gewesen und habe ich auch irgendwie alles wieder vergessen. Und am Tag später sind wir dann einmal hingekommen und ich sollte doch mitkommen. Und soll das machen, was er von mir verlangt. Sonst würde er es mit der Lehrerin erzählen und ich würde was auf die Fresse kriegen. Und du hattest auch Schiss vor ihm? Ich war sowieso so ein Typ, der viel Schiss hatte. Ja, und dann hast du es gemacht. Das Problem ist, ja, zu meinen Eltern kann ich mit sowas nicht gehen, weil mit meinen Eltern... ja klar, da schämt man sich auch. Und ja, unsere Lehrerin auch nicht. Klar. Hast du es überhaupt jemandem schon mal erzählt? In der Gruppe das erste Mal. Was heißt nicht direkt in der Gruppe, aber mit meinen Therapeuten. Ja, ja. Zu Anfang geht ja eine Einzeltherapie voraus vor der Gruppentherapie. Glaubst du, dass dieses... Das ist ja ein schlimmes Erlebnis, auch wenn ein Gleichaltriger einem das antut. Dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass du so sagen wir mal, scheu und verspannt in Sachen Sexualität bist? Ich weiß das nicht. Also da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ob es jetzt wirklich daran liegt. Vielleicht gibt es irgendwie einen Zusammenhang. Irgendwie. Ich habe es ja jahrelang verdrängt. Hast du mittlerweile so ein bisschen Panik auch schon mal bekommen, so mit 35? Oh Gott, ich kriege gar keine mehr mit. Und wie? Ja. Auch große Angst vor dem ersten Mal? Ein bisschen, ja. Das Versagungsängste. Also ich denke mal, ich kann mir gut vorstellen, dass dann will ich sowieso vorher abgeben, bevor ich noch reingesteckt habe, so ungefähr. Ja. Wie, was denkst du so in der nächsten Zeit zu machen? Hast du so für dich so kleine Strategieplänchen, die ja schon ausgearbeitet, an Frauen heranzukommen, vielleicht doch mal auszugehen, jemanden anzusprechen? Denn sie schneiden ja nicht vom Himmel in deine Zimmer rein. Eben, das ist es, ja. Du musst ja was unternehmen. Ja, zwischendurch, ich bin jetzt vor ein paar Wochen wieder weg gewesen, da war hier ein Schwanne wieder bei uns um die Brim-4-Party gewesen. Ja. Das war nicht so toll gewesen. Wie ist es denn so mit Kontaktanzeigen oder Internet? Bist du da aktiv? Ich habe mal ins Internet geguckt, so chatten habe ich mal so ausprobiert, aber da wird man zu viel Blut rumgesülzt. So. Ja. Ja gut, aber du musst ja natürlich jetzt viel, viel machen irgendwie und auch dann geduldig sein, denn so schnell passiert das auch nicht, auch wenn du was machst. Das dauert alles seine Zeit. Das ist richtig, ja. Aber ich finde schon, dass du, also mit der Gruppentherapie finde ich erstmal gut. Das ist deine... damit du vielleicht grundsätzlich ein bisschen stabiler wirst. Ja, ich habe mir aber lange mit Zeit gelassen. Weil ich wollte eigentlich schon vor ein paar Jahren schon eine Gruppentherapie gemacht haben, aber gut. Dass ich mir den selbst entschlossen habe, jetzt gehst du hin. Gut, aber du hast es gemacht und das finde ich auch sehr, sehr, sehr klasse. Auch, also ich sag's nochmal, auch die Tatsache, dass du so einen Anruf hier tätigst, wie bei mir, ist ja auch schon so ein Wille, ich will es verändern, ich erzähle es jetzt erstmal. Vielleicht kann der am Telefon mir noch ein paar Sachen sagen, die vielleicht interessant sind für mich, aber ich gehe so nach vorne. Finde ich gut. Ne? Du hast die Einigungsphase hast ja auch schon hinter dir, hast du gesagt. Eben, ja. Aber es muss natürlich auch noch weitergehen. Du, auch über diese Gruppentherapie hinaus musst du so mehr raus in die Welt gehen. Ne? Ja, zwischendurch nehme ich dann mal eine Einzeltherapie, weil um das Erlebnis damals noch klar zu kriegen. Weil ich merke, dass jedes Mal, wenn irgendwo auch in den Nachrichten irgendwas ist, wo jemand sexuell irgendwie belästigt wird, also da kommen wir das schon wieder hoch. Ja, hat das schon eine tiefe Wirkung hinterlassen, das glaube ich auch. Ich würde auch, glaube auch, Peter, wenn du in die Situation kommst, was ich dir sehr wünsche demnächst, dass du irgendwie mit einer Frau etwas näher zusammenkommst, erzähl ihr das. Erzähl ihr, dass du noch nie Sex hattest. Ich glaube, es nimmt ja keine gute Frau, wird dir das übel nehmen. Im Gegenteil, es wird dich sehr liebenswert machen und sympathisch machen, wenn du so offen bist. Und es nimmt dir die Angst und den Stress. Muss ich mal ausprobieren. Weil es wird schwierig werden, weil ich denke mir aber auch so ein bisschen gerade in meinem Alter, wenn ich eine Frau erzähle, weil meine Frauen in meinem Alter, denke ich mal, wünschen sich jetzt auch gerade einen Partner, gerade weil sie schon so viel erlebt haben. Jetzt will ich was Solides haben, jetzt will ich selbst auch leben. Ja,
Aber die Tatsache, dass du noch keinen Sex hast, heißt ja nicht, dass das sonst etwas Negatives über dich aussagt. Überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Da muss ich gucken, weil ja. Ich denke aber auch mal nach dem Motto, die muss ich wieder alles beibringen oder was. Das könnte schon schwierig werden. Ja, aber ich stelle mir noch viel, viel schwieriger vor, wenn du dich so unter Druck setzt, ich muss jetzt hier den Macker raushängen lassen, den Erfahrenen, das bist du halt nicht. Nee, so ein Typ bin ich auch nicht. Nee, aber wenn du es nur innerlich so denkst, ich muss jetzt hier so tun, als hätte ich Erfahrung, dann ist die Versagensängste vielleicht viel schneller da, als wenn man vorher das besprochen hat. Besprich es auch mal in deiner Gruppentherapie. Und ich wünsche dir alles Glück und alles Gute der Welt. Ja, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Claudia, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Claudia. Präsent hallo. Am Ohr, so mag ich das. Gute Leitung, meine ich damit. Ja? Ja, sehr gut. Um was geht's denn? Ja, ich bin mit meinem Freund seit 3 Jahren zusammen. Ja. Und seit 3 Monaten habe ich ein Verhältnis mit meiner besten Freundin. Ich höre nur Fremdgehen und Verhältnisse hier. Alles ist Sodom und Gomorra. Ja. Seit 3 Jahren in festen Händen hast du einen netten Freund. Ja, genau. Den du sehr lieb hast. Ja, den ich sehr lieb habe. Und ich würde auch sagen, dass ich ihn auch liebe, aber ich habe jetzt, wie gesagt, seit 3 Monaten ein Verhältnis mit meiner besten Freundin. Und Hat denn dieses, die beste Freundin ist ja wahrscheinlich aber schon lange in deinem Leben, ne? Ja, die ist schon seit 10 Jahren in meinem Leben. So, wie hat sich das denn dann vor 3 Monaten plötzlich ergeben? Sie hat mir gesagt, dass sie lesbisch ist und Das wusstest du vorher nicht und sie vorher auch nicht? Sie hatte gesagt, dass sie das in den letzten 2 Jahren gemerkt hat oder ja. In 1,5 Jahren in der Zeitspanne und hat es mir gesagt und hat auch gesagt, dass sie sich in mich verliebt hat. Ach so. Und dann ist es einfach irgendwie dazu gekommen. Wie würdest du dich denn selbst jetzt einordnen? Auch also eher bisexuell oder gibt es da auch eine Tendenz vielleicht ganz hin zu Frauen? Das Problem ist einfach, also der Sex mit ihr macht sehr viel Spaß, weil wir auch rumexperimentieren. Mhm. Und mehr Spaß als mit deinem Freund? Es ist schwer zu sagen, es ist ganz anders. Ja, ja. Es ist ganz anders. Also. Aber du denkst, wenn du mit deinem Freund Sex hast, nicht an die Freundin? Nee, das nicht, weil es wirklich zwei wirklich verschiedene ja. Sachen sind. Einfach der Sex mit der Frau ist vielleicht etwas intensiver, ja. Wobei man auch nicht sagen kann, dass mein Freund jetzt, das ist nicht schöner. Also mhm. Es ist auf jeden Fall auch sehr schön. Und kommst du bei deinem Freund zum Orgasmus? Ja. Ja. Und mit der Freundin dann auch? Ja. Ja. Mhm. Auch unterschiedlich, aber es ist beides schön und ich weiß nicht genau, ob ich da jetzt zu stehen soll oder ob ich ihr sagen soll. Ob du ihr sagen sollst, was? Dass ich vielleicht doch nicht bi oder nicht lesbisch bin. Ich bin da ganz hin und her gerissen irgendwie. Aber ein bisschen bi scheint es ja schon zu sein, wenn dir der Sex so viel Spaß macht, auch mit ihr. Ja, es ist auch schwer, sich das einzugestehen. Ja, natürlich. Ja. Aber ich finde das immer das beste Indiz, wenn man beim Sex mit einem Gleichgeschlechtlichen durchaus auch Erregung empfindet und es schön findet, ist man ein bisschen bi. Wie viele Anteile sei nur dahingestellt? Aber hier, neben dieser Frage, gibt es ja noch eine ganz andere große Frage, ne? Du gehst deinem Freund fremd. Und du belügst deinen Freund. Das ist doch wahrscheinlich eine sehr bedrückende Situation, weil die beste Freundin ist ja eingeführt in eurem Umfeld. Die taucht bei euch wahrscheinlich zusammen auf und was weiß ja, ich was. Ja, also es ist so, dass ich nicht glaube, dass es so schlimm ist, wie wenn es mit einem anderen Mann wäre. Ich weiß selbst nicht wieso, aber kann auch sein, dass es daher kommt, weil man halt hört, dass Männer einfach sagen, ja, du und noch jemand würde ich mir gerne mal vorstellen. Ja. Und so aber weiter. Ist der Spaß? Deswegen, der Spaß hört dann auf, wenn wenn der Partner merkt, das wird eine ernsthafte Beziehung und sie geht mir von der Stange. Ne? Er weiß davon gar nichts und er hat es auch nicht gemerkt. Es ist auch nicht so, dass ich weniger Lust auf Sex habe mit ihm oder also das ist es nicht. Aber du bist, schade, jetzt ist die Sendung gleich vorbei, aber du bist ja auch unsicher, was so deine Rolle innerhalb der Beziehung zu deiner besten Freundin betrifft. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Weil sie, also ich kann wirklich, es ist nicht so, weil wie man oft von Lesben hört, dass man sagt, ja mit Frauen kann man besser reden, das kann ich mit meinem Freund genauso. Mhm. Und es ist auch sehr schön mit ihm. Fühlst du dich von ihr auch so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass du Angst hast? Ja, natürlich. Ah, ja. Sie setzt mich auch sehr unter Druck. Auch, dass du Angst hast, vielleicht die Freundschaft zu verlieren, wenn du sagst, ich möchte nicht mehr mit dir ins Bett gehen?
Ja, dann wird auf jeden Fall was zerstört sein, natürlich. Das klingt nicht gut. Nee. Das klingt nicht gut. Vor allem, weil ich auch sehr viel für sie empfinde. Aber vielleicht mehr freundschaftlich. Ja. Wenn du jetzt ganz frei entscheiden könntest, wie würdest du dir die Beziehungen wünschen zu der Freundin und zu deinem Freund, wenn du ganz frei wärst? Also am liebsten... Wenn ich es dir zaubern könnte. Am liebsten glaube ich, dass es nie mit der Freundin passiert wäre. Aber ich meine, auf der anderen Seite kann man dann sagen, dann wüsste ich nie, wie schön es sein könnte. Aber ich höre, dass die Tendenz zu deinem Freund geht. Aber wir müssen Schluss machen. Die Zeit ist rum, sehe ich gerade. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, alles klar. Liebe Claudia, tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut, schöne Nacht, gute Nacht.